So, hallo liebe Satisfactory-Zuschauer. Es ist ein Weilchen her, dass ich ein Video gemacht habe für Satisfactory. Eigentlich, um genau zu sein, ein Jahr. Ich habe früher die All-in-One 3 gebaut, ne, wo wir alle Gegenstände produziert haben im Update 3, die man halt dann auch lagern kann ordentlich, USW. Und halt eine Anlage, die halt alles, mindestens jedes Produkt so mindestens einmal produziert und das dann auch ins Lager gebracht wird. Wir haben damit von den 48 Slots, die ich im Lager frei habe, 44 belegt. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass, ja, Update 4 ist draußen. Ist schon ein paar Tage her. Ich glaube, wenn ich das Video mache, ist das jetzt eine Woche, zwei Wochen her. Ich habe mir auf jeden Fall mal angesehen, wie es aussieht. Habe mir jetzt einen kleinen Überblick verschafft, habe schon so die ersten zwei, drei Sachen gebaut. Und ja, ich wollte jetzt mal so ein kleines Review von meiner Seite geben und auch so eine kleine Update-Richtung, wie das auch aussieht. Ich werde jetzt nicht auf die Update-Daten, also auf jeden Punkt eingehen, den im Update gemacht wurde, sondern nur das Grobe so für den, ich sag mal, den Spieler, der das, also ich bin ein Spieler, ich spiele das Spiel einfach. Ich lerne, was ich im Spiel lerne und nicht von außen. Ich hole mir natürlich auch mal da oder hier mal ein Hilfeprogramm oder sowas, aber ich spiele zum Beispiel auch Vanilla. Die Leute, die das aus 3.0 von mir kennen und auch von der 2.0 All-in-One-Anlage, die wissen das. Ich mache halt das, was jeder machen kann, so gesehen auch in dem Spiel dann. Ich habe keine Mods. Ne? Und ja, ich möchte jetzt einfach mal allgemein zeigen, was wir ändern, was ich vielleicht schon auch geändert habe, worauf man ein bisschen achten muss, wenn man reinkommt, was ich noch machen muss, also was ich auch noch machen werde. Das werde ich auch streamen, also ich werde auch im Streamen ein bisschen Satisfactory spielen. Neben dem GTA-RP, wenn das dann so funktioniert, wie ich es mir denke. Und ja, jetzt wollte ich erstmal so ein bisschen Update 4 zeigen. So. Gut, kommen wir doch zu den Grundsätzen. Also wir haben hier vor uns schon das neue Gerät stehen, also das eins der neuen Endgeräte, was jetzt noch ein paar Mal durchgelaufen ist. Ist ein ziemlicher Stromfresser, produziert das letzte Produkt, das hier für den Aufzug wichtig ist. Jetzt muss man dazu sagen, es ist jetzt das Produkt 9 rausgekommen, das letzte Produkt, das anscheinend, also für den Final, für die Final-Aufgabe, die der Aufzug hat, ne, also hier unser Spacelift, der hat jetzt die letzte Aufgabe nach Tier 8 bekommen. Und dieses Gerät hier produziert, das letzte Projekt eigentlich, das Projekt 9. Was für ein Teil das jetzt ist, müsste ich gerade selber nachgucken, aber man sieht schon, hier sind ein paar neue Teile dabei. Ich werde gleich mal so grob drüber gehen, was man neu bekommen hat. Es sind, ich glaube, 4 Items, die jetzt eingelagert werden, neu. Und ja, und sie haben das Update 3 an vielen Stellen stark verändert. Worauf ich nur die Leute hinweise, die jetzt eine alte Base benutzen. Also ich werde meine 3.0 wieder komplett abreißen. Naja, bis auf die Schmelzen, also die Grundgebäude für die ersten Produktionen oder so Eisenrohre, Wires, USW, also die Großanlagen, die werde ich abreißen. Unter anderem, weil einige nicht mehr funktionieren. Und ja, was werden wir angehen? Ich habe einen kleinen Zettel gemacht. Also, einer der ganz großen Punkte, ganz wichtig für die Leute. Punkt 1, alternative Rezepte. Wir wissen alle, wir können durch die Hard Drives, die wir ja auf der Map finden, in der Search Lab, also in der Research Lab, also in der Forschungsanlage von uns, können wir uns ja manchmal alternative Rezepte holen. Das heißt manchmal, wir können uns alternative Rezepte aussuchen, die gestellt werden. Davon gibt es in Update 4 14 Stück, die neu sind. Davon sind 2 für mich persönlich am interessantesten. Das ist einmal für die Aluformen und für die Alufüllung.
erkläre ich später. Es gibt ein neues Item, also kurz angebrochen, es gibt ein neues Item, Alu-Schalen oder Alu-Plastikschalen, also so, wie man sie kennt, was weiß ich, wenn man so einen vom Elektriker vielleicht so einen Plastikbehälter, wo man Schrauben reinwirft und sowas. Hat man bestimmt schon mal im Bauhaus irgendwo gesehen. Naja, und die gibt es jetzt aus Aluminium und zeige ich auch gleich. Aber ganz wichtig bei den alternativen Rezepten, wie gesagt, es gibt 14 neue. Man kann, also man braucht 14 Hard Drives, um die alle die neuen alle zu lernen. Ich hatte noch 19, deswegen weiß ich das. Ich habe noch 5 Stück über. Ihr müsst eure Anlagen, in denen alte Rezepte, also alternative Rezepte eingestellt wurden, alle kontrollieren. Ihr müsst sowieso eure Basis kontrollieren, aber das ist ganz wichtig. Als Beispiel für die Aluminiumproduktion, also für die Produktion für das Aluminiumfluid, also für die das flüssige Aluminium, wird das alternative Rezept, das habe ich benutzt, aus Bauxit waschen und dann zu Aluminium machen. Und das wurde, das wird zurückgesetzt. Also es wird auf, ich weiß nicht, ob es das Standard war, auf jeden Fall wird das Rezept zurückgesetzt. Ihr müsst das Rezept wieder einstellen. Dann zu den alternativen Rezepten, genauso wie zu den Standardrezepten, ein ganz großer Punkt, der leider aufgefallen ist. Es wurden Rezepte geändert, komplett. Es sind manche Rezepte wie, nehmen wir doch mal, ja, Turbomotoren zum Beispiel. Für die Turbomotoren braucht man jetzt diese Aluminiumschalen. Dadurch fällt das natürlich, wenn man sich die Anlage dafür gebaut hat. Früher glaube auf Motoren, dann waren da Statoren drin und Gummi und Plastik. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich müsste die alten Rezepte jetzt auch wieder gucken. Aber da ist jetzt eine Aluminiumschale drin, da wurden Items geändert. Ihr könnt manche Produktion komplett abreißen, weil es gibt sogar ein Item, ich weiß nicht, welches es jetzt ist. Auf jeden Fall gibt es ein Item, das hat 3 von 4 Sachen neu. Es wurden 3 von 4 Sachen geändert und das ist nicht wegen einem alternativen Rezept, sondern das Standardrezept wurde 3 Items geändert. Dann noch zu dem Punkt Änderungen, was Items und Rezepte betrifft. Mir ist gestern noch eine Sache aufgefallen, die ich auch ganz wichtig finde. Das kann ich euch direkt mal zeigen eigentlich. Ne, wenn ihr in euren Hub geht, euren Grundhub, werdet ihr neue Rezepte haben. Da unter anderem wird das sein. So, das hier wird neu sein, weil ihr hier den Power Storage drin habt. Das ist eins der neuen Gebäude. Deswegen müsst ihr dieses Rezept komplett neu lernen. Also ihr müsst das hier nochmal neu bezahlen, den Milestone. Nicht wundern, ihr habt alte Rezepte, die erneuert wurden. Ist einer der Nachteile von dem Update 4, weil Sachen geändert wurden. Hier ist ein Gebäude dazu gekommen, deswegen wurde das ganze Rezept für jemanden neu gemacht. Also man kriegt nicht kostenlos die neuen Sachen. Man muss das neu lernen. So, werdet ihr aber sehen, sobald ihr in euren Spielstand reinladet und dann, ja. So, bei Punkt 6 gab es auch noch was Neues. Da kam nicht das Jetpack dazu. Genau, hier kommen die Pipelines MK2 dazu. Beziehungsweise, jetzt muss ich mich selber korrigieren, ich weiß es selber gar nicht. Ich habe jetzt ein Jahr lang nicht gespielt. Wir sind jetzt im Mai, wir sind im Mitte April und ich habe letztes Jahr Mai mein Satisfactory beendet und dann irgendwann dazwischen nochmal einmal ganz kurz gespielt, aber ich habe Satisfactory ein Jahr nicht gespielt. Ich habe das 3.0 gemacht und dann meine All-in-One 3.0 und danach war ich für mich fertig. Ich hatte aber auch sehr viele andere Sachen zu tun und privat und naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die MK2 nicht schon da waren. Kann natürlich auch hier für die Tier 4 Sachen gelten, ne? Also für den Power Storage. Wobei, nee, der ist neu. Der Power Storage kam mit Update 4. So. In Update 7, in Tier 7 kommt der Hoverpack dazu. Den kann ich gleich auch mal kurz zeigen. Ist ein cooles Teil. Man kann halt schweben. Man bleibt über dem Boden schweben. Ich weiß noch nicht, wie man runterkommt. Ich weiß nur, wie man hochkommt.
Double Tap Descent Input While Hovering. Keine Ahnung, das kann man nochmal ausprobieren. So far, hold Ascent Input after losing connection mit Air. Achso, okay. Naja, auf jeden Fall, solange man Strom hat, in der Nähe hat, man muss in der Nähe von den Masten sein, kann man halt mit dem Ding fliegen, hochfliegen. Man bleibt immer in der Luft, das finde ich super. Das heißt, man kann auch mal in Ebenen bauen, finde ich sehr gut. Ich zum Beispiel habe ja oben meine Skybridge und das heißt, wenn ich den Strom unten reinsetze, kann ich unter die Skybridge fliegen und kann dann da von unten die Brücke weiterbauen. Das ist ein sehr großer Vorteil, weil sowas wie Fliegen hat man in dem Spiel ja sonst nicht, außer mit dem Jetpack, und das verbraucht saumäßig viel Sprit dann, beziehungsweise man ist nicht lange in der Luft. So, und man kriegt neue Inventarslots. Also das ist eins der neuen Updates. Hier haben wir jetzt schon die, da sehen wir jetzt schon mal von den Rezepten was. Da hat sich der Motor, sind die alten Rezepte, die sind auch geblieben. So, die produziere ich auch unter anderem noch. Hier ist auch nichts Neues drin. Bei den Computern, die werden auch noch produziert und Aluminium wird auch noch ganz normal. Also das Rezept kann man immer noch sofort machen. Gar kein Problem. Ja, dieses Rezept hier mit den allgemeinen Zufuhr muss man neu machen. Wenn ihr die Gebäude gebaut habt, die Gebäude sind nicht weg. Ne? Ganz wichtig. Aber hier sind drei neue Rezepte drin. Einmal ist da der Drohnenport drin. Da baut man eine große Drohnenplattform. Die kann ich auch gleich nochmal bauen. Worauf man dann eine von diesen Drohnen setzen kann. Das gleiche Teil baut man in Kombination nochmal woanders hin. Ne? Also irgendwo, wo man zum Beispiel eine der neuen Ressourcen holen muss, kann man das da hinbauen. Und ja, die Drohnen, die da drauf sitzen, die brauchen, also der Drohnenport selber, also das Gebäude selber braucht Batterien. Also hat drei Slots. Einmal ein Slot für Batterien. Es werden endlich mal diese Batterien hier benutzt. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich eine Funktion für die Dinger gefunden. Das war jetzt das erste Mal, dass ich sie benutzt habe. Weil die Drohnen hier Batterien fressen für jeden Flug. So, das ist der erste Ausgang, Eingang. Dann gibt es einen Ein- und Ausgang für Ware rein. Und dann die Ware, die reingeht, die wird zu dem ausgewählten Drohnenport geliefert. Und das, was von dem Drohnenport geholt wird, geht in den Ausgang von Drohnenport. Ja, also es ist wie LKW oder wie Züge ein Hin- und Her transportieren. Wichtig ist nur, beide Ports brauchen Batterien, ganz wichtig. Und nein, Stromanschluss allein reicht nicht. Du musst Batterien haben. Weil die Dinger hier mit Batterien fliegen, die auch verbrauchen danach. Ja, und das hier ist das Projekt 6. Das ist einer der neuen Teile für den Aufzug, für den Space-Aufzug. Baut man natürlich auch nur für den Space-Aufzug. Und ja, mehr kann ich da gerade noch nicht zu sagen. Ja, ich kann den Drohnenport mal zeigen, aber naja, gut. Es ist eine große Station wie beim LKW. Ladestation mit einem Fahrzeug, das von A nach B fliegt. Aber es hat eine hohe Reichweite. Also ich hab's von der Base, meine Base ist ja ganz im Süden, habe ich es bis ungefähr die Mitte der Map geschickt. Und die Drohne fliegt da komplett rüber und kommt auch zurück. Ich habe es noch nicht auf der anderen Seite der Map probiert. Das wollte ich nochmal gucken, ob das funktioniert. Aber ja, bisher kann ich sagen, funktioniert ganz gut eigentlich. Wie gesagt, man muss nur die Batterien da haben. Hier sehen wir jetzt die neuen Aluminium-Casing, heißen die natürlich. Also die Aluminiumschalen. Die Produktion von den Dingern ist ziemlich nervtötend, weil man muss ja die Aluminiumbarren dafür haben. Ich habe jetzt von meiner All-in-One-3-Anlage einfach die Aluminiumbarren von den Aluminium-Sheets, also von denen hier, einfach nur geklaut. Und produziere damit gerade in meinem Spielstand jetzt Aluminiumschalen, damit ich schon mal die weiteren Sachen erforschen kann und auch bauen kann. Ja, und wie man hier jetzt sieht, zum Beispiel hier das Standardrezept sowie das alternative Rezept 2 haben sich beide geändert. Das 1er-Rezept auch, weil ich habe das 1er-Rezept vorher benutzt. Das Standardrezept hat jetzt diese Aluminiumschalen da drinne. Und das alternative Rezept 2 hat auch diese Aluminiumschalen drin. Also, wie ich schon sagte, es sind alternative Rezepte, muss man erstmal neu auswählen und zweitens kontrollieren, ob sie noch funktionieren. Ihr müsst eh durch eure komplette Anlage gehen. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel meine All-in-One-Anlage komplett abreiße. Also nicht komplett, sondern die Hauptproduktion abreiße.
Ne, die Schmelzen, die Ölpipelines und sowas, die bleiben. Das hat genug, war genug Arbeit, das alles an einen Fleck zu bringen. Und ja, so ist jetzt der Stand. Gut, ich glaube, hier war nichts mehr dabei. Ah, hier. Deren Rezept hat sich auch geändert. Also, dass, wenn ihr dafür eine Fabrik habt, ich habe eine Fabrik dafür, weil ich die auch produzieren wollte, funktioniert nicht mehr. Das Rezept müsst ihr neu machen. Aluminium musstet ihr neu lernen. Warum? Wie ihr seht, sind hier unten neue Ressourcen, beziehungsweise ein neues Gebäude und eine neue Ressource. Wir haben jetzt hier die Aluminium-Cases, wie schon angesprochen, und den Blender. Der Blender ist ein Gebäude, ein neues Gebäude, und das Gebäude ist dafür da, um Flüssigkeiten und Metalle, oder beziehungsweise also Stoffe, also Feststoffe, Flüssigstoffe und sogar Gasstoffe. Also das kann alles drei verbinden, beziehungsweise 2-2, wie auch immer. So. Aber der Blender ist dafür da, um diese Stoffe zu verbinden. Ne? Ob Gas, flüssig oder Feststoff. So. Ne? Also als Beispiel für eins der neuen Items musst du Gas reinbringen. Natriumgas. Natrium ist das neue, ist eine der neuen Ressourcen. Also ist die neue Ressource, die reingekommen ist ins Spiel. Du brauchst Natrium. Du brauchst... Ja gut, und du brauchst zwei Feststoffe in dem Fall. Das sind einmal die, die neueren, die Würfel, ne, die Heavy Modular Würfel, die schweren Würfel. Und dazu brauchst du noch die Aluschalen. Kann ich aber gleich zeigen, dann sieht man das. So. Aber wie gesagt, ihr müsst das Rezept dafür neu lernen. Also ihr müsst das, was hier unten ist, neu anbieten. Wer eine große Anlage hat, wo ihr viel Lager drin habt, wie ich zum Beispiel. Ich habe für jede Ressource 5 mal MK2 Container und die sind im Normalfall alle voll. Bei den meisten Ressourcen. Nicht bei den einzelnen Produkten, sondern bei denen, die sowieso in gewissen Massen erzeugt werden. Gut. MK5 braucht ihr nicht neu lernen, das bleibt so. Jetzt kommen wir zu Tier 8. Ihr lernt hier, glaube ich, sogar alle Sachen neu. Genau. Ihr müsst in Tier 8 müsst ihr. Oder? Ja, in Tier 8 müsst ihr alles neu lernen. Also, in Tier 8, ihr müsst das alle Nuklear Power Update machen. Neu wegen dem Magnetfeld-Generator. Das ist der Part 7 für den Spacelift. Also eins der letzten Items. Den braucht ihr vor allem für das letzte Rezept, das ihr für den Spacelift braucht. Kurz gesagt, ne, die Items sind alte. Kann man sofort lernen. Hier dauert es ein bisschen, weil ihr die Aluminiumschalen erstmal herstellen müsst, aber ist nicht so schwer. Ich habe die von Hand hergestellt. Einfach ein paar Aluminiumbarren klauen und dann den Rest werdet ihr im Normalfall auf Lager haben. Gut, in dem Rezept, Aluminiumrezept, das ist eigentlich das Aluminium-Update, ne? Habt ihr neue Tanks, ne? Fluttanks, das ist halt hier für die Nitrogengase. Ich nehme an, es wird, vielleicht habt ihr auch noch ein anderes Fluid, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall kann man hier, auch wenn da Fluid steht, kann man damit das Gas, kann man da Gas einfüllen. Und das war der Autosave, deswegen hängt es gerade. So. Die braucht ihr dann mit dem Packer. Der Packer ist... Moment. Ich weiß nicht, wo der Packer ist. Der Packer ist schon da. Kann ich gleich zeigen. So. Das ist eure Fabrik, beziehungsweise eure Pumpe oder euer, ich sag jetzt mal, Hammer, der das Gas aus dem Boden holt. Ne? Also dieses Resource Well Pressure, der wird aufgesetzt auf eine Gasquelle, der hämmert in die Gasquelle rein und da gibt es bis zu 7, also ich habe jetzt 7 Geysire bei dem einen gefunden, 7 Geysire, wo man dann diese Extraktoren drauf baut. Und in diese Extraktoren, also bis zu 7 Stück, wird dann das Gas reingeschlagen mit einem Hammer. Ja, und dann könnt ihr das abpumpen. Mhm. Als Information, das Ding produziert verdammt viel. Also, ich glaube 1200 produziert das Ding insgesamt, oder kann es insgesamt produzieren. Oder nee, Moment, stopp. 800 war das, genau. Es produziert 800 Gas im Volumen, im Kubik.
wenn man alle 7 Extraktoren baut, ne, komplett. Und ich habe da jetzt 3 Schnecken reingeworfen bei dem einen, den ich gefunden habe. Das ist eine pure Mine, muss man dazu sagen, also eine große. Und mit 3 Schnecken kommst du auf 2100 Kubik Gas. Umgerechnet sind das 3 MK2 Pipelines und eine MK1 Pipeline zusammengerechnet. Ne? Also man hat. Okay, genug, ne, von diesem Nitrogengas. Gut. Dementsprechend gibt es auch jetzt den Nitrogen-Scan, ne? Dass man auch die Gasquelle findet. Ja, und dazu noch die beiden neuen Items, noch zwei von den 4 neuen Items. Das Cooling-System, das ist ganz neu. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Ne? Den Heatsink kennt man ja und man kennt auch das, was danach mal kam. Das gibt es auch immer noch, den Radio-Controller, der ist nämlich auch im Heatsink mit drin. Ja, langsam reden. So, aber das Cooling-System ist neu. Wird unter anderem aus Flüssigkeit und Feststoffen hergestellt. Das kann ich gleich zeigen, ist in dem neuen Gebäude drin, in dem Blender. Sowie die neuen Modularrahmen, die sind jetzt fusioniert. Die werden unter anderem auch aus Gas und Feststoffen hergestellt. Also man muss inzwischen, ne, sagen, Feststoff, Gas und flüssig. Ja. Ja, das Rezept lernen ist sehr schnell, geht schnell und sollte man auch sofort lernen, weil das hat eine Priorität, weil du das Ding hier brauchst. Ohne das geht's nicht. Ne? Ja, also du musst den Pressure haben, musst du haben, weil sonst kommst du an das Nitrogengas nicht ran und wenn du das Nitrogengas nicht hast, kannst du diese beiden Items nicht bauen. Gar nicht. Man geht nicht. Es gibt auch kein alternatives Rezept dafür. Ich habe schon geguckt, ich habe alles ausprobiert. Du kannst Nitrogengas nur bekommen, wenn du die Quelle dafür hast. Also Quelle suchen, ich zeige gleich, wo sie ist auf der Map. Also wo meine eine ist, es gibt 2, die in der Nähe sind, 3 sogar, die in der Nähe sind. Und also wenn man unten im Süden startet, die ich jetzt kenne. Ansonsten gibt's eine Internetseite, wo man die sehen kann. Gut. Gut. Thermal Propulsions Rocket. Englisch ist bei mir ganz schlecht. Man sieht, man braucht schon 50 von diesen neuen fusionierten Rahmen. Jetzt seht ihr auch das Rezept dazu. Ne? 2 Feststoffe und das rechte mit den 25 ist das Nitrogengas. Das hier sollte nicht so schwer sein. 100 Supercomputer ist jetzt nicht die Welt. Aber hier sieht man auch, Supercomputer werden jetzt im alternativen Rezept, im ersten, schon mit diesem Kühlsystem gemacht. Das alte Rezept von dem Ding, von den Supercomputern funktioniert noch. Ich benutze das Standardrezept. Funktioniert noch wie in Update 3. Wählen, das interessiert. Aber warum müsst ihr das Ding neu lernen? Weil Turbomotoren hatten wir Update 3 schon. MK3-Minen hatten wir in Update 3 auch schon. Der komische, also hier das Projekt Part 8 kommt jetzt dazu. Wie gesagt, ist für das letzte Rezept im Space-Aufzug. Eine Bemerkung zu den MK3-Minern. Also ich habe auf meinen Erzminen fast überall MK3 drauf, bis auf so 1-2 Ausnahmen. Jetzt habe ich eine alte Kupfermine benutzt, weil ich die haben wollte. Da war ein MK2 drauf und wollte auf MK3 updaten. Die MK3-Dinger brauchen die Fusionsrahmen. Nur schon mal als Vortipp. Es ist kacke. Früher hast du die halt mit normalen Rahmen gebaut und Supercomputern. Jetzt brauchen die Dinger Fusionsrahmen. Also die fusionsmodularen Rahmen. Nur schon mal so als Vorinfo. Falls jemand das Video guckt, bevor er in Update 4 einsteigt. Wobei ich das nicht glaube. Also viele werden das eher danach erst sehen. Gut. Und das hier ist, glaube ich, ein ganz neues Tier sogar, weil hier sind nur neue Sachen drin, wie man sieht. Nitritazid abgefüllt habe ich noch nicht probiert. Das sind aber auf jeden Fall die Container dafür. Nitrit ist, hat etwas mit Atomkraft zu tun. Ich muss leider sagen, bei mir in meinem Spielstand nutze ich keine Atomkraft. Dementsprechend kann ich ist das Update für mich gar nicht so wichtig. Doch, es ist wichtig, aber die meisten Items, die da drin sind, sind für mich nicht wichtig. Das Non-Fissile-Uranium wird produziert aus eurem Atomabfall, den ihr aus euren Atomkraftwerken bekommt. Die Pellets werden gepresst, werden dann weiterverarbeitet. Ich weiß leider nicht, wie die Atomreihenfolge ist.
Aber ich weiß nur, dass aus dem Zeug hier das Plutonium-Pellets besteht. Mit Plutonium-Pellets kannst du die Zellen produzieren, die wiederum die Routen produzieren, die du am Ende wahrscheinlich aus Elektrostäben machst und aus den Plutoniumzellen. Und ob du die jetzt in ein Atomkraftwerk reinjagen kannst, weiß ich nicht. Das müsste ich sogar gucken. Steht's vielleicht dabei? Use it as full für the nuclear power. Ja, okay. Du kannst sie in die du kannst sie genauso wie die alten Atomdinger, also wie die hier, ne, für die Uraniumdinger. Das sind jetzt die neue Version davon, so gesehen. Also Plutonium statt Uranium. Ist genauso verseuchend, ist genauso gefährlich, hat radioaktive Strahlung. Und jetzt kommt der Witz daran, ihr habt da ein Abfallprodukt. Ne? Atomwaste. Oder Uraniumwaste. Das könnt ihr weiterentwickeln. Das könnt ihr dann da reinjagen, da reinstecken und dann ab ins Atomkraftwerk. Was ist das Problem? Es erzeugt neuen Müll. Also habt ihr nichts gewonnen. Ihr habt immer noch Müll. Kann natürlich sein, dass ich jetzt, das weiß ich jetzt aber nicht, das müsste ich jetzt wirklich selber gucken, dass wenn du Plutonium Full Root da reinsteckst, da wird aber Plutonium Müll rauskommen, gehe ich von aus. Ich glaube jetzt nicht, dass da Atommüll rauskommt. Weil wenn es Atommüll wäre, dann kannst du die Reihenfolge wiederholen, wäre aber unlogisch. Ich gehe davon aus, dass da Plutonium Müll rauskommt und den wiederum musst du lagern, weil den kannst du wieder nicht in den Schredder schieben oder sonst verwenden. Und meine Sache ist, ich benutze Atom erst, wenn ich alles wieder verwerten kann. Ich möchte keinen Müll auf meiner Map liegen haben, den ich nicht entsorgen kann. So, was jetzt für mich wichtig ist, das Ding habt ihr eben schon gesehen. Das ist dieser Accelerator. So, ich nehme mal an, Partikelbeschleuniger soll das Ding sein. Auf jeden Fall, das Ding braucht ihr, um das hier am Ende herzustellen. Das ist das Projekt Part 9. Das ist das letzte Item, das ihr braucht für den Aufzug. Also von den 4 neuen Items ist das das letzte. Es gibt kein Projekt Part 10, also ich habe da keins gesehen, sondern das ist das letzte. Und das kann man nur in diesem Gebäude herstellen. Nirgendwo anders. Übrigens, die Plutonium-Pellets kann man auch da drin herstellen. Also dafür ist das Gebäude gut. Alles andere kann das Gebäude nicht. Also, wer nicht auf Atom baut und den Space Lift gegebenenfalls schon fertig hat, braucht dieses Gebäude nicht. Das ist total geil. Ich finde es vom Aufbau geil. Ich finde die Animation super geil. Ihr braucht das aber nicht. ihr braucht es nur, um das Ding herzustellen. Dafür braucht ihr es. Und wie stellt ihr das her? Indem ihr die beiden Teile, also das hier ist Kupferpulver, ne, das ist ganz einfach zu produzieren. Kupfermine. Schmelzen, Kupferbarren herstellen, Barren in einen Constructor. Der Constructor frisst 300 Barren. Merkt euch das. Ne? Also normalerweise nimmt ein Constructor 30 Barren und macht daraus 15 Rohre. Der Copper-Dings mit Copper-Powder, der schluckt 300. Ne? 300 und produziert 50 Powder. Mehr nicht. Also, ne, mit einem MK3-Miner könnt ihr ja so eine Ader mal auf eben 600, glaube ich, bringen oder sogar höher. Dann könnt ihr damit zwei Constructor. Also ihr braucht ja nur Schmelzen. ihr braucht die Schmelzen dafür. Auf jeden Fall, die beiden. Achso, und das Ding hier wird aus den neuen Rahmen gemacht, diese fusionierten Rahmen. Und aus Radiocontrollern. Aus den alten Radiocontrollern. Das sind. In diesem Rezept, glaube ich. Ach, ich kann es nicht sehen. Aus denen hier, genau. Die braucht ihr dafür. Also die braucht ihr, plus die fusionsmodularen Rahmen. Und dann raus erstellt ihr dann diese Teile. So, die beiden kombiniert in den Partikel. Ja, in den. Ich komme gerade nicht auf den blöden Namen davon. Auf jeden Fall in das Partikelding rein. Und da macht er dann die nukleare Paste. Und um mal ein bisschen zu spoilern, hört man gerade 10 Sekunden nicht hin. 3000 von diesen nuklearen Pasten braucht ihr. 3000. So, die jetzt nicht hingehört haben, können entweder zurückspulen und nochmal sich das anhören.
ansonsten seid ihr gespoilert. Ich hab's vorgewarnt. Aber ihr braucht von denen die Anzahl, die ich gerade gesagt habe. Schon mal so als Vorwand. Also ich produziere zurzeit die fusionierten modularen Rahmen. Das ist das deutsche Wort dafür. Die produziere ich zurzeit in Massen. Was heißt in Massen nicht, sondern eine Fabrik, die halt aber durchgängig läuft, auf maximale Geschwindigkeit. Und ich nehme direkt aus dem vollen Lager die Items da rein. Beziehungsweise habe mir über die ganze Map eine Gaspipeline geholt, weil das mit den Ports, also hier mit den... wo ist denn jetzt? Hier war das, ne? Da. Nee. Ist der Blender. Hier. Mit dem Drone-Port ist cool. Wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Aber ich mag es nicht, wenn ich ein Zusatzprodukt da reinbauen muss. Und Batterien da reinsetzen, die ich nicht in Massen produziere. Dann würde ich eine eigene Anlage für den Drone-Port bauen. Und das kannst du auf der anderen Seite der Map nicht machen. Dann müsstest du jedes Mal mit der Drohne die Batterien mitliefern lassen, die dann auf der anderen Seite, also an einer anderen Station, die Batterien auslädt. Dann musst du dann einen Verteilerwürfel reinmachen, damit du die dann auch verteilst. Dann am besten noch einen Schredder dahinter, damit das Band nicht verstopft wird. So, und dann, ne? Und jedes Mal musst du die Batterien darüber liefern, damit du das Ding beladen kriegst. Ist eine große Aktion, da würde ich lieber einen Zug nehmen und baue den über die halbe Map. Und bevor ich den Zug über die halbe Map baue, da kann ich auch ein Fließband bauen, beziehungsweise in dem Fall eine Pipeline. Ne? Weil Gas geht durch Pipelines. So, da wir eine 300er Pipeline haben, wir haben auch ein paar mehr Pipelines, ich habe ja ganz viele gebaut. Kann ich auch gleich zeigen. Ja, ne? So gesagt. Wie gesagt, jetzt gibt es noch hier. Und das war dann eigentlich alles so, was ihr an Tiers dazu bekommt. So, einmal alles als Übersicht gehabt. Jetzt gehen wir mal kurz nach oben. Ich zeige euch mal gerade das neue Rezept. Die neuen Rezepte. Nicht neuen Rezepte, das neue Rezept. Also Tier 8 habe ich gehabt in Update 3 schon. Und dann hieß es natürlich, kommt im nächsten Update. So, das ist das, ne, laut diesem kleinen Feld hier, das letzte Update. Ne? The final phase of early access. Für mich ist das die Aussage, dass hiernach kein Update mehr kommt, sondern die Vollversion. Ich meine, das Spiel ist ja seit Anfang an in Early Access, ist ja logisch. Ist bis jetzt nicht fertig gewesen und, aber, hey, das ist doch zumindest meine Aussicht. Und es gibt irgendwie ein kleines Reward, ne? Das steht ja auch hier noch bei. Aber man braucht hier so ein paar Items. Und wie gesagt, hier allein von diesen Plasma-Dingern braucht ihr 1000 Stück. Da seht ihr immer das Rezept jetzt dafür. Ne, wie ich sagte, der normale Würfel plus das Kupferpulver gibt diesen Plasma. Und du brauchst diesen Partikeldingsbums. So. Hier seht ihr auch das Rezept mal für, ist ein bisschen größer. Und, was ich sehr cool finde und interessant finde, das erste Item ist einer der anderen Parts. Ich glaube Part 4 oder Part 3 oder sowas. Ne, also ihr braucht die alten Items von denen, die nur für den Bau, die werden ja nur für den Aufzug produziert, für nichts anderes. Aber ihr braucht die alten Items, um die herzustellen. Bei denen das gleiche, ihr braucht dieses Gitter, um die herzustellen. Batterien und Batteriestäbe ist jetzt eher lächerlich. Gut, und das ist noch, und das baut auch das, ich glaube, das ist sogar das erste Teil. Erste oder zweite Teil, was ihr da braucht. Also ihr braucht immer die alten Teile dafür. Ist in einer Hinsicht logisch. In der anderen Hinsicht, nervig zu bauen. Also ich habe mir schon gesagt, ich werde jetzt keine Fabrik dafür bauen, also keine komplette Produktionslinie, sondern ich werde wieder mein ganzes All-in-One bauen, das heißt, alle Produkte gehen wieder ins Lager. Und ja, und von denen werde ich dann drei oder vier extra Fabriken bauen. Und da tue ich dann aus dem Lager die Ressourcen direkt reinjagen und verbaue die dann da direkt. Ne? Also ich mache mir den Umstand nicht, dass ich da eine komplette Fabrik für baue. Sehe ich gar nicht ein. Weil das ist so eine Einmal-Sache und danach reißt die Fabrik sowieso ab. So. Wir haben ja genug Platz dafür. Ne? Also wir haben ja hier hinten, wenn wir jetzt mal hier rüber gehen. Ne? Also da hinten ist ja meine, das ist meine All-in-One-Fabrik. Ich versuche mal gerade stillzuhalten.
Wenn ihr das All-in-One-3-Video von mir seht, könnt ihr die Anlage komplett sehen. Aber wir gucken auch gleich nochmal kurz drüber. Ne? Und, ouch, man soll nicht so tief fallen. Aber wir haben ja hier nochmal genug Platz. Ne? Ich habe ja hier alles ausgebaut. Ja, da ist ein Fließband hässlich da hinten zu dem Kupfererzbergwerk. Ich würde sowas niemals normalerweise bauen. Es ist nur ein Provisorium, weil ich jetzt gerade halt hier produziere. Ne? Ich tue gerade in der Base produzieren und da hinten werden mein Kupferstaub produziert. Ne? Wenn wir jetzt mal, wir können da hingucken, können wir mal ranzoomen. Mal da. So, da stehen meine, ich glaube 10 Schmelzen. Ich habe das Ding auf 200% oder 125%. Das produziert 300 Erz. Wird in 10 Fabriken in Barren umgewandelt und das ein Constructor, der alles ins Lager jagt und das Lager wird jetzt, ich habe das Lager jetzt einfach direkt nach hier vorne geholt. Ne, also direkt in meine Base rein. So, weil dieses schöne große Teil hier das braucht. So. Kleiner Nebenfakt bei dem Teil, wenn ihr denkt, die Gebäude brauchen viel Strom, ne? Also so ein Fakt, so eine Factory braucht ja 75 und sowas. Dieses Gebäude hier, dieses große Gebäude, braucht 500 Megawatt Minimalstrom und haut auf 1500 Megawatt hoch. Und das ist ohne Schnecken. Nur der Standard, 100%. Mehr, also, ne, das sind 1500 Megawatt braucht ihr. Allein nur für das Gebäude. Hochgerechnet, ein Kohlekraftwerk produziert 75, ein Ölkraftwerk produziert 150 Megawatt. Das heißt, ihr braucht 10 komplette Spritbetrieben, also benzinbetriebene Kraftwerke, um das Ding alleine betreiben zu können. Ne? Auf dem Schirm haben. Das Ding frisst saumäßig. Also ich habe 13.000 Produktion. Oder, ne, ich habe mehr. Aber das Ding frisst bei mir richtig. Und ich habe das inzwischen auf 200% stehen. Und auf 200% frisst das Ding bei maximal... Also es wird immer mehr. Ne? Also für jeden Ring, der angeht... Also das sind ja 3 Ringe. Und für jeden Ring, der angeht, braucht das Ding mehr. Ich kann das auch mal... Ich zeige das jetzt einfach mal. Ist, glaube ich, am schlauesten, wenn man es so zeigt. Und es wird aber auch angezeigt in der Anlage. Das finde ich das Gute. Ne? Wir können das Ding uns nochmal so ein bisschen angucken. Also wie gesagt, sind diese 3 Ringe. Habt ihr ja gesehen. Ne? 1, 2, 3. Man kann sagen, jeder Ring braucht 500 Megawatt. So. Ihr habt halt, wie gesagt, hier, das sind diese neuen modularen Dinger. Hier das Kupfererz. Mehr geht da auch nicht rein. Hier geht auch Flüssigkeit rein, weil man ja hier die Pellets drin produziert. Kann ich jetzt mal zeigen. Ne? Also das sind aktuell die 2 Rezepte, die man hat. Ne? Hier aus dem Atommüll und das Becken da, was da produziert wird. Plutonium-Pellets, woraus man dann wiederum, ne, Atomzeug macht. Beziehungsweise Plutonium-Zeug. So, und hier ist die nukleare Paste. Also es geht eigentlich nur darum, dass ihr diese Paste in diesen Würfel reinschiebt. So, und ja, also ihr... Ach, sind sogar 4500, guck mal hier. Ne, also... Ich zeige euch das mal in Grundform. So. Okay, ihr müsst euch jetzt... Es war gerade auf 101. So. Hat gespeichert. So, ne? Das ist die Anzeige dafür. Abgesehen davon, dass das Ding 100 von den Koppern braucht pro Minute. Ich habe eben gesagt, da hinten mit 300, mit einem Constructor produzierst du 50. Das heißt, du brauchst 600 Erz für 2 Constructor, die dann das Pulver passend für 100% produzieren. Mehr brauchst du nicht. Das hier ist schnell. Also die kriegst du schnell, die Würfel. Ist nicht so schwer. So, aber wie ihr seht jetzt hier, ne, es steigt und steigt und steigt. Das sind die 3 Ringe, die da anfangen sich zu drehen. Und jeder wird aufgeladen, ne, und dann steigt das von 500 bis 1500. Ne, wie gesagt, die 8 bis 24 müsst ihr euch wegdenken. Ne, das ist jetzt der Verbrauch. Ne, das Ding braucht immer 2 Minuten. Das kann gut sein, ja. Geht sehr langsam. Geht sehr, sehr langsam. Also ihr braucht für einen halben
da ist nur ein halber fertig pro Minute. Also ihr braucht 2 Minuten, um eine Paste herzustellen. Um einen von denen herzustellen. Jetzt habt ihr das Rezept gerade am Aufzug gesehen. Ihr braucht schon 1000 nur von denen. Reden wir nicht weiter. So, ich stelle das Ding jetzt hier auf 200. Und was ihr jetzt gerade gesehen habt, ne, fängt mit 1500 war es, 1500 an und geht auf 4500 Megawatt. Ne, also das Ding, ich habe noch keinen so großen Stromfresser in dem Spiel gesehen wie den da. Wir warten jetzt mal gerade noch die 4%. So, ne, 1500 bis 1447. Das ist ein Stromfresser. So. Was man jetzt, weil ich gerade daneben stehe und da schon mal so 3, 4, 5 von gebaut habe, hier sind diese neuen Power-Speicher. Ne, das sind so gesehen, man kann sagen, große Batterien. Achso. So. Es sind einfach nur ganz große Batterien. Die sind jetzt voll, mit mir voll aufgeladen, muss man dazu sagen. Ne? Ihr habt dann so eine Anzeige hier, das wird aufgeladen. Ihr seht in den Maschinen, wenn ihr da drin seid, also wenn ich jetzt die Fabrik anklicke, seht ihr, wie rechte Seite hier diese Ladebalken ist und das hochgeht. Ne, in den Strommasten seht ihr das, genau. Ne, das wird hochgeladen. Sobald euch die Energie ausgehen sollte, schalten die ein und werden dann leerer. Hier steht immer die Zeit, wie lange die Dinger brauchen, bis sie aufgeladen sind. Ne? Wenn sie dann laden. So, aber es ist ein schöner Save. Und jetzt hier seht ihr mal gerade den Absturz von dem Partikelgenerator. Ja? Also das passiert, wenn das Ding fertig ist. Also ist eine ganz gute Welle, die da jedes Mal weggeht. Ja, also von 15.000 auf 12.000 runter. Ja. Gut. Von den Batterien kann man natürlich noch mehr bauen. Ne? Ich habe die jetzt extra hier hingebaut, damit ich da ein paar mehr hinbaue später. Ist ein... Also wenn dir mal die Energie ausgeht, dann gehen die Dinger an. Der Vorteil davon ist, solange die Dinger laufen, kann sich dein Kraftwerk, wenn es zu wenig produziert, wieder ein bisschen aufladen, wie Kohle, die nachläuft. Ne? Dass die Kohle vielleicht dann Zeit hat, nachzulaufen. Und dann schalten die Dinger sich wieder aus. Und dann laden die auch wieder auf in der Zeit, wo die Kohlekraftwerke wieder laufen zum Beispiel. Gut. Kommen wir noch zu den anderen neuen Gebäuden jetzt. Das kann man jetzt so schlecht sehen, weil da... Oh, das ist ja eine Brücke. Ups. Kann man jetzt leider ein bisschen schlechter sehen, weil ich das so zugebaut habe hier alles. Die nehmen wir mit. Und tun die mal hier rein. Nein, das waren die falschen. Die da wollte ich haben. Ich hoffe, ich habe jetzt noch keins auf die... Ne, hat er nicht. Okay. So. Das hier ist jetzt der Blender. Das ist jetzt die schlechteste Ansicht, die man haben kann. Also, Vorderansicht, ne? Man hat 2 Flüssigkeitseingänge. Man hat 2 Stoffeingänge. Also, Feststoffeingänge und 2 Flüssigkeitseingänge oder Gaseingänge. Produzieren kann man damit recht viel. Also, die Cooling-Systeme werden hergestellt. Die wiederum brauchen 2 Flüssigkeiten. Nee. Die brauchen alles 3. Die brauchen ein Gas, das ist das Natrium, das neue Item, das neue Produkt. Die brauchen Wasser, die brauchen Gummi und noch diese Heatsinks, wie die hießen. Das alternative Rezept ist schon viel besser. Die brauchen jetzt dann Heatsinks und Motoren plus halt Natrium. Aber man kommt um das Natrium nicht rum. Ne? Hier spart man sich nur das Wasser. Ist ganz gut, weil dann muss man eine Pipeline weniger bauen. Aber muss man ja selber wissen, ne? Was man dann benutzt. Auf jeden Fall neues Rezept. Modularer Rahmen, habe ich schon gesagt. Ne? Die alten verstärkten Rahmen, sowie die, also die alten schweren Rahmen und die neuen Aluminiumschalen. Und dazu dieses Natriumgas. Ihr habt jetzt gerade gesehen, dass ich schon eine Pipeline dahin gebaut habe, die leider sehr scheiße liegt, aber egal. Das ist jetzt nur Provisorium. Batterien kann man hier drin herstellen, auch aus 3 Quellen. Ne, und dann kommen dann hier die nuklearen Sachen, die man herstellen kann. Da kann man auch jetzt mal sehen. Ne, das ist das alte Rezept, die Uraniumzellen. Und das sind die neuen Sachen. Also um diese Non-Fissile Uranium zu machen,
braucht man Silikate, man braucht Abfall, also Atomabfall. Und man braucht Flüssigkeiten. Oh Gott, das will ich gar nicht bauen. So, hier ist dieses Nitrit. Das wird wahrscheinlich hier aus dem Gas gemacht, oder? Ja, auch Nitrogengas. Also man sieht, Nitrogengas ist super wichtig. Hätte ich echt nicht erwartet, dass es so viel frisst, aber okay. Und dann hat man dieses Nitrit. Aber das braucht man nur für Atomen scheinbar. This water is makes a choice for full production process. Ja, okay. Okay, da können wir uns noch alternativ. Das könnte sogar noch interessant. Ist das normale Kohle oder ist das diese Petrumkohle? Ne, ist normale Kohle. Sulfurazid. Das Sulfurazid kann man aus dem Sulfur ziehen. Das kriegt man recht schnell. Wasser und Sulfur, ja. Das ist eine Raffinerie. Und dann noch trotzdem noch mal Wasser da drauf. Könnte interessant sein für die All-in-One 4. Werde ich mal in Verhältnis setzen zu meiner alten Fabrik. Bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das machen würde. Alternatives Full ist auch nicht schlecht. Oh, hier wäre was von dem Müllprodukt. Das ist ja Müllprodukt. Also dieses Heavy Öl, Bisodi. Also das habe ich bis jetzt immer in diese Petriumkohle reingesteckt und die schredder ich dann. Ich benutze die Petriumkohle nur für ein einziges Rezept. Und ist ja für mich also das Zeug ist für mich Abfallprodukt eigentlich. Ist natürlich jetzt durch den Blender interessant, weil ich kann dadurch Full produzieren. Blend Full kann ich da. More efficient alternative to fuel can be used to generate power or to be used as fuel for vehicles. Ah, okay. Ich fahre keine Fahrzeuge, deswegen nutze ich das nicht so oft. So, aber gut, das hier sind so die, das sind die neuen Items von dem Gebäude. So, wie gesagt, wir haben hier zwei Flüssigkeitseingänge, zwei Stoffeingänge. Dann geht es erstmal hier oben, wird alles gemischt, wenn es dann gemischt wird, ne, Gas sowie Flüssigkeiten. Und oder geht dann hier runter. Hoppala. Hier werden die Items zusammengesetzt, wie man so schön sieht. So eine schöne Animation für da. Ne? Also der packt sich die Items hier raus, wie man sieht. Setzt sie zusammen. Gibt die dann hier rüber. Und hier werden die dann, wenn möglich, mit Gas oder ähnlichem gefüllt. Finde ich schön gemacht. Kann man auf jeden Fall sich angucken. Und werden dann hier reingeliefert und kommen hier hinten wieder raus. Und das gleiche für das, wenn du hier die Flüssigkeiten machst, dann ist hier eine Pumpe. Ja, dann wird einfach hier gemischt und ausgepumpt. So, das ist der Blender. Ziemlich großes Gebäude, gar nicht mal so billig. Ne, also man braucht halt die Aluminiumschalen dafür. Das ist das neue Produkt, was damit reingeht. Aber ne, 20 Motoren, 10 von den schweren Rahmen, also ist schon nicht wenig. Ja. Im Gegensatz zu dem Ding. Also das Ding ist sowieso, das ist ja das letzte Fabrikgebäude, das ihr baut. Und ich habe es jetzt einmal gebaut. Ich habe schon vor, es ein zweites Mal vielleicht zu bauen. Ich muss aber vorher meinen Strom dafür nochmal ein bisschen überprüfen. Ja, man sieht ja schon, ne? Kühlsysteme 50, 20 von diesen Fusionsrahmen. Sobald man dafür die erste Fabrik hat, ist es ja okay, aber so ist es hart. Und ja, hier ist die Änderung, die ich meinte. Das zweite Item von rechts sind jetzt die Fusionsrahmen. Früher waren es die schweren Rahmen, jetzt sind es Fusionsrahmen. Also, ärgert euch, wenn ihr keine MK3-Minen gebaut habt. Die Minen wurden übernommen, ne? Also wenn ihr eine MK3 gebaut habt, dann steht die da auch immer noch. Die ist nicht weg oder gedowngraded worden, sondern sie ist noch da. Gut. So viel dazu. Hier hatte ich jetzt nichts mehr drin. Genau, ich hatte jetzt nur hier den ganzen Kram drin, weil ich habe mein Inventar leer gemacht. Hier sind nochmal diese Aluminiumschalen. Wie gesagt, kann man auch von Hand produzieren. Ist kein Problem. Ne? Also die ersten 200 Stück, die man braucht, produziert man von Hand. So. Ja, wie man sieht hier, ist das neue Gasrohr. Nitrogengas. Das habe ich mir jetzt halt von sehr weit hinten geholt. Das kann ich gleich einmal zeigen, auch wo das steht. Speichert dann kurz mal hier, damit man nicht zu weit weg ist. Gut, die beiden Items haben wir dann schon gesehen, die neuen Gebäude. Ne, der Blender
Ich habe übrigens hier immer die Gebäude immer einmal stehen alle, damit ich die benutzen kann, um zu sehen, was ich damit produzieren kann, damit ich immer was zum Bau direkt zu gucken habe. Ne? Also nicht wundern, die sind alle teilweise nicht angeschlossen oder sind alle nicht angeschlossen. Die Factory haben sie ein bisschen umgebaut. Die sieht schöner aus. Hat immer noch 4 Eingänge, ne, wie früher. Ja. Ja, ihr seht, das ist direkt aus dem Lager abgegriffen. Das ist zwar jetzt quer durch, ist aber wie gesagt jetzt für die Reihenfolge. Ne, der Constructor baut aus Radio, aus den Radiodingern und den neuen Fusionsrahmen, die ich ja hinten in dem Blender produziere, produziert das Ding die Würfel hier. Ne? Die hier. Ich finde die eigentlich ganz schick. Sehen echt gut aus. Auf jeden Fall eine schöne Idee. Und die gehen wiederum dann natürlich hier rein und werden dann hier zu den Nuklearpaste gemacht. Wie gesagt, wenn ich die nukleare Paste habe, wird bei mir dieses Gebäude erstmal verschwinden. Das ist danach ein reines Optikgebäude. Weil ich brauche danach keine Dinger mehr. So. Wer hier was zu wissen will zu der Brücke, das ist mein Brückenbau, ne, für meine Skybridge, die ich da oben habe. Da oben die. Die jetzt mit dem Bildschirm ist. Die soll am Ende so komplett aussehen. Das ist der Unterbau, ne? Also das Gitter, was ihr da seht, ist der Unterbau, der da unten ist. Und das ist der Oberbau. Wenn ihr dazu was wissen wollt, guckt gerne in das All-in-One 3.0 rein. Da erkläre ich das auch. Oder auch in die anderen Videos, wenn ihr möchtet. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt hier das Ding rübergeholt. Die Gaslinie. Ich zeige jetzt einmal, wo das Ding ist. Ne? Für die Leute, die das... Also, die jetzt auch im Süden starten der Map. Ne? Also, wie ich schon gesagt habe, ich bin ja hier im Süden. Das Halt-Menü weg. Ne? Also, ich bin ja hier. Das ist die komplette Map. Ich bin hier im Süden. Hier oben, da ist auch der Fog of War dazu gekommen, neu. Hier oben ist eine von den Minen. Kann ich aber gleich, wie gesagt, zeigen. Die andere ist hier, wo auch die Absturzstelle ist, bei dem großen Modul. Hier rechts von diesem Teich, der da direkt am Berg ist. Ne? Also hier, das ist ja diese große Ebene, wo die großen rosanen Bäume draufstehen. Hier über der großen Schlucht, wo auch hier der Wasserfall ist. Und rechts davon ist hier so ein großer Teich. Und da wiederum rechts davon ist hier irgendwo so eine Natriumquelle. Wie gesagt, ihr braucht das Zeug, holt euch eine Quelle. Ganz wichtig. Ich habe die hier genommen und das ist eine pure Quelle. Wie gesagt, da kriege ich 2100 mit drei Batterien, also Schneckenbatterien, 2100 Kubik raus. Ob das reicht, sehe ich später. Im Notfall hole ich mir noch die hier. Aber ich glaube, die reicht. Und hier unten ist eine. Hier bei dem Wasser zum Beispiel habe ich meine 240 Kohlekraftwerke drauf gebaut. Ne, deswegen, ich bin in der Nähe. Hier sind nochmal so 4 Kohleminen, die dann da alle reingehen. Und hier unten irgendwo, hier in dem Bereich, ich weiß nicht mehr genau wo, hier ist auch noch eine Natriumquelle. Kann man sich gut rüberholen, aber da sind 2 Giftgebiete zwischen, deswegen müsst ihr gucken. Macht ihr euch eine schöne Brücke hoch, also in die Luft eine Brücke rein und dann könnt ihr euch das rüberholen. Gut. Ich möchte euch jetzt noch einmal dieses Natrium zeigen, also wie diese Quelle aussieht. Dafür werde ich jetzt mal ganz kurz rüberspringen, aber nicht damit. Das mache ich da hinten. So. Wer übrigens wissen will, was das hier ist, das ist ein Transportkatapult. Ist eine lustige Trickart. Sieht komisch aus. Ihr werdet aber sehen, warum das jetzt so gut ist, weil, sagen wir mal so, was gibt es Schlimmeres als einen langsamen Aufzug? Das ist ein schneller Aufzug. Ich liebe es. So. Und wenn ihr sowas richtig baut, hier habe ich jetzt auch wieder so einen Ring gebaut. Das ist ein Katapult. Ne? Das Ding schleudert mich in die Luft. Das geht nach da hinten hoch. Wenn du sowas hier benutzt, bist du in 0,nix an diesem Tower. Ne? Das ist für mich mein Reisesystem, sage ich jetzt mal. Ne? Man kann es auch noch so bauen, dass man über die ganze Welt katapultiert wird. Empfehlung meinerseits, wenn man das Ding noch baut, also noch nicht weiß, wie weit man fliegt, speichert ab.
Weil sonst seid ihr am Ende der Map tot. Wenn ihr sowas mal nachbaut. So. Ich werde jetzt hier speichern. Ne? Ja, nicht Continue, sondern das Normale. Ne? Also wie ihr seht hier, ich habe noch die alten Sachen gespeichert. Ne? Aufnahme vorbereiten, das war für mich Dingens. Auf Nummer sicher sind normalerweise meine Saves, bevor ich sterbe. All-in-One 3, fertig. Habe ich abgespeichert, habe ich so gelassen. Und dementsprechend habe ich hier immer 1.3, 1.3, 1.4, 1.2 sind die alten Updates. Meine erste All-in-One, das habe ich auch als YouTube-Video, ne, als meine Aufnahme mit fast 10 Computer die Minute in Update 2. War echt Arbeit. Übrigens, das All-in-One ist auch, das ist das 2, so gesehen 2.0. Es gab kein 1.0. So, ich werde mal ganz kurz die Kamera jetzt anpassen, weil hinter mir wird es gerade ein bisschen dunkler. Das heißt, das Ding kann auch jetzt wieder arbeiten. So, gut. Entschuldigung. Ja, das ist alles live. Ich muss das alles zwischendrin machen. So, ist ja auch dann natürlich, ne? Ich meine, das ist bei mir Hobby, ich mache das nebenbei, ich will damit, also auf YouTube verdiene ich damit kein Geld, ne? Also das ist wirklich nur, ich mache das, weil es mir Spaß macht. So, gespeichert haben wir. Jetzt zeige ich euch einmal, wie das Katapult bei mir funktioniert. Ich habe genug Sprit dabei. Ne? Wird man durchgeschlagen und dann geht's rund. So. Und dann immer, wie man sieht, ich drücke immer Space, damit ich in der Luft bleibe. Jetzt habe ich natürlich keinen Ansatzpunkt mehr. Oh, 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 oh. Und das ist der Grund, warum ich gespeichert habe. Okay, ich bin aber ziemlich weit gekommen. So. Nein! Puh. Muss man ein bisschen üben. Deswegen sage ich, speichert ab, bevor ihr springt. Ohne Witz, speichert ab. Ich bin jetzt gerade, ne? Ich habe jetzt gerade gut Leben verloren. Und ich habe nichts zum Heilen dabei. So. Wie ihr seht, ich habe mir auch hier so eine Skybridge gebaut. Als kleine Nebensache. Das hier ist meine alte Pipeline. Die kennt ihr auch, die. Wenn ihr das, wie gesagt, wenn ihr die alten Updates guckt, seht ihr das auch. Also das All-in-One 3.0, da wird es erklärt. Da hinten sind ja hier die Ölfabriken. Man sieht die hier ziemlich gut. Moment, so. Ne, da sind die alten, das sind diese vier Ölpipelines, die am Rand sind auf der Map. Kann ich jetzt gerade auf der Map nicht zeigen. Auf jeden Fall, hier sind vier Stück und die produzieren so viel Öl. Ich habe zwei 600er Pipelines, drei 600er Pipelines, die ich damit versorge. Ne, also 1800 Öl produziert ihr nur an dieser Ecke hier. Ne, mit einer normalen Pumpe und drei Schnecken jeweils drin. So, 1800 Öl könnt ihr von hier aus holen. So, das reicht für die komplette Anlage. Theoretisch, also für fast jede Anlage. Außer ihr seid natürlich nochmal Maximumbauer, die dann jedes Item 10-mal produzieren wollen. Dann müsst ihr euch auch noch von anderen Stellen das Öl holen. So. Ja. Ich habe diese Linie schon lange gebaut. Hier vorne sind noch zwei Öl, sind noch die Erzdinger. Hier vorne hole ich mir Erz. Hier vorne hole ich mir auch noch Erz. Kann ich da gerade hochspringen? Nee. Hier vorne ist eine Bauxitader, das was hier reingeht und hier vorne an der Ecke. Und ganz hinten durch, da ist noch eine, wenn ihr jetzt genau drauf guckt, noch eine Linie drauf. Die geht hinten. Autosave. Die geht hinten an dem Berg vorbei und ich hole mir da hinten nochmal Bauxit rüber, weil ich aus dem Bauxit, das wasche ich ja, um Aluminium rauszubekommen. Gut. Ja, hier seht ihr schon den Unterschied. Also wie gesagt, ich bekomme oben aus der Anlage drei Rohre mit 600 Kubik Gas raus und ein Rohr mit 300 Kubik. Deswegen habe ich das so markiert, damit ich sehe, wo das 300 da drin ist. Ne? Also ich habe es dann wirklich mit MK1 gebaut. Das sind die MK2-Rohre. Und wenn man von hier oben hier runter baut, braucht man bei der ganzen Anlage keine Pumpe. Schon mal so als kleinen Tipp. Ja, so. Das passiert immer, wenn ich das Rädchen... Ich lasse das Rädchen ausklingen bei dem Fotomodus. Da kann man nämlich sehr schnell ranzoomen. So, wir gehen jetzt mal hier hoch. Weil hier oben ist meine Anlage. Kann sich nur um Stunden handeln. Tut mir leid fürs Laufen. Aber gehört ja auch dazu. Was kann ich noch sagen?
Wie gesagt, es gibt 14 neue Rezepte, die ihr mit den Festplatten holen könnt, mit den Hard Drives, die ihr findet. Nitrogengas ist das neue Produkt, da gehen wir jetzt gerade hin. Es gibt ein Stack-Update. Also Stacks für die Items, ne? Hier, Beispiel. Guck mal, Concrete. Concrete waren früher 200er Stacks, wenn ich mich nicht irre. Jetzt ist der Stack 500 groß. Das macht viel aus. Plastik. Plastik hat 200er Stacks. Aluminium hat 200er Stacks. Kupfer hat 200er Stacks. Es wurde alles angepasst, ne? Es wurden sehr viele Items angepasst. Die Stacks sind jetzt höher. Man kann mehr mitnehmen, ne? Also, weil es gibt, anscheinend haben sich Leute darüber beschwert, weiß ich nicht. Ich bin damit klargekommen, hatte aber auch meine Momente, wo ich gerne größere Stacks gehabt hätte. Jetzt hat man sie. Das ist ein schönes Update geworden. Fand ich immer sehr cool. So. Hier sieht es ein bisschen, röhrig aus. Oh, röhrig, hat er gesagt. Nein. Also, ich gehe mal hier auf den Berg. Dann zeige ich euch dieses ganze Gerät. Ist übrigens ziemlich groß. Ihr braucht Platz. So, das ist diese große Pumpe. Ne? Ich mache mal gerade die Musik aus. Dann könnt ihr mal gerade genau hören, wie das Ding funktioniert. Oder sehen. Und wie ihr seht, das ganze Bild wackelt dabei. Ne? Also. Also, Funktion dieses Geräts ist, ne, in den Boden schlagen. Wie ihr seht hier, der sitzt auf einer großen Gasmine drauf. Von dieser Gasmine, ich mache jetzt mal hier die Klötze gerade mal weg. Dann seht ihr das noch ein bisschen besser. Von dieser Gasmine gehen 7 Stränge, also bei dieser sind es 7 Stränge, ich weiß nicht, ob es woanders auch so ist. Aber von dieser gehen 7 Stränge über den Boden und dann kommt da so ein extra Loch, wo das Gas rausgepresst wird. Ne? Also das wird wirklich durch den Schlag, wird das rausgepresst. Darauf baut ihr dann diese Extraktoren drauf. Und diese wiederum pumpen das sofort ins Rohr rein und ihr könnt das verwenden. Ihr habt ja dafür jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr macht das direkt mit einer Pipeline, wie ich das jetzt gemacht habe. Oder, das habe ich vorher gemacht mit den Drohnen, die Drohnen können kein Gas transportieren, das geht nicht. Ne? Also die transportieren kein Gas. Sondern die transportieren Waren, Feststoffwaren. Und dafür gibt es eine Lösung. Bei der Organisation, man kann, nee, Quatsch, bei den Logistiken. Nein, es ist nicht da, wo ich es haben will. Wo ist es denn jetzt? Da. Ach, bei den Produktionsgebäuden. Das sind sogenannte Packer. Ne? Diese Teile hier können Flüssigkeiten und Gase gehen da rein. Ich baue das Ding jetzt einfach mal, dann sieht man das auch. So. Ne? Also, in diese Dinger können Flüssigkeiten reingebracht werden, die dann abgefüllt werden in die passenden Kanister oder Gasflaschen und werden dann rausgebracht und können transportiert werden. Habe ich damit gemacht, dass ich von hier aus das Natriumgas hier reinstecke, abfülle in die Gasflaschen, in die Drohnen rein und auf der anderen Seite an der Base habe ich die von den Drohnen dann in den Backpacker reinlaufen lassen. Der kann nämlich auch das andersrum machen. Der kann die auch entpacken. Dann gehen die Gasflaschen hier rein, die vollen Gasflaschen hier rein. Haben dann die leeren Gasflaschen ausgegeben, die dann wiederum in den Drohnencontroller gingen, die dann zurückgeschickt wurden und dann halt wieder reingingen zum Neubefüllen. Und das Gas, was oben rauskam, ging dann in meine Fabrik rein. Direkt. Also ist halt, was man früher mit der Raffinerie gemacht hat, mit dem Ein- und Auspacken, macht man hier jetzt mit diesem Backpacker. Ne? Also ist ein cooles Teil, ist wirklich ein cooles Teil. Ich muss mal überlegen, ob ich das nicht vielleicht später benutze, statt mit einer Raffinerie Sachen abzufüllen. Aber gucken wir dann. Ich meine, ist auch nicht teuer zu bauen. Ne? Steel Beams, Plastik und Gummi. Menschenskinder, dass ich die Wörter gerade nicht finde. Leicht zu bauen, braucht nicht viel Strom und wir gehen mal gerade ganz kurz rein. Dann kann ich mal gerade so eine Übersicht geben, was da drin alles ist. Ne? Also man sieht hier, das kann man abpacken. Ne? Das sind dann das, was verpackt wird, die ganzen Flüssigkeiten. Und hier kann man sehen, was alles entpackt wird. Und hier diese Gasflaschen, ne? Und auch hier die Kanister,
die sind natürlich, die kommen auch da raus, weil klar, die sind leer und werden dann ausgegeben. Die werden ja nicht einfach geschrottet. Das könnt ihr dann übernehmen. Ihr könnt das, entweder lasst ihr die leeren Kanister dann zurück zu der Fabrik gehen, lasst die neu befüllen und schickt die dann wieder dahin, zum hier entladen. Oder ihr schmeißt sie in den Schredder und dann sind sie kaputt. Ne? Also könnt ihr euch selber aussuchen. Einzige was ist, ihr braucht für Nitrogengas und für das Nitritgas braucht ihr jeweils die Gasflaschen. Ne? Also deswegen, gut, wisst ihr Bescheid. So, ja, den hier kurz gezeigt. Gehen wir nochmal dran. Das hier ist übrigens eine, das könnt ihr dann hier an dem kontrollieren. Das ist eine pure Nitrogengas. Ne? Also das sind große Quellen, das sind die größten. Also ne, es gibt ja gering, normal, groß und das sind die großen. So, hier gezeigt. Ich habe hier drei Schnecken drin. Ich nehme die jetzt mal, ich gehe mal gerade auf 100%. So. Und bei 100% habt ihr hier schon 840 Kubik. Ne? Also pro Minute. Braucht 150 Megawatt, ist ein großes Gerät. Ein Benzinkraftwerk reicht für die Dinger aber. Ja. Und bei voller Auslast 2100. Denkt dran, geteilt durch die Anzahl, das hier sind die Anzahlen dieser Gasausgänge, die das Ding hat. Ich habe noch nicht getestet, ob ein anderes Gasteil mehr Ausgänge oder weniger Ausgänge haben kann oder hat. Dieses hier hat 7 Ausgänge, das heißt 2100 geteilt durch die 7. Ihr produziert an jedem dieser Teile 300, deswegen passt das auch so gut mit den Rohren. Jetzt wird es natürlich noch dunkel. Ich bin hingegangen, habe die MK2-Rohre gebaut, wo 600 Kubik reinpasst und habe zwei von den Dingern da direkt angeschlossen, die das Ding halt dann jetzt befüllen. Ne? Hier obere sind auch, die beiden sind da angeschlossen. Ne? Da vorne die beiden und dann der letzte ist alleine da drin. So, ja. Habe ich das Ding mal gezeigt hier. Ne? Ist ein cooles Teil, also Animation. Satisfactory kriegt es immer wieder hin, einen zu begeistern, finde ich gut. Das Ding hier wird jetzt bei mir auch so stehen bleiben. Das werde ich auch nicht mehr umbauen, weil, warum auch? Denn, es tut das, was es soll und es wird auch immer das tun, was es soll. Ne? Schnecken sind drin, ich muss das Ding nicht mehr erweitern. Das ist fertig. So, und die Pipelines sind unten an der Base, also an der großen Produktionsfläche. Also kein Problem mehr. So. Wir werden natürlich jetzt das 1.4 wieder laden. Weil, wie schon gesagt, ich wollte jetzt nicht hier... Ich bin jetzt nur hier hingesprungen, weil der Rückweg ist schlecht. Weil den Rückweg müsste ich jetzt laufen. Den Rückweg müsste ich halt komplett laufen und das dauert ein paar Minuten. Das möchte ich euch jetzt nicht antun. Ich könnte es auch einfach rausschneiden, aber... Ja, wie gesagt, ich lade es jetzt schnell, dann ist es erledigt. Also ist das schneller erledigt, so. So. Also mit Schnellladen geht nicht. Ja, das waren auch eigentlich soweit schon die Punkte, die ich habe. Die jetzt auch für mich wichtig waren, muss ich dazu sagen. Also, ja. Ich habe jetzt hier oben gespeichert, ne? Genau. Ich gehe jetzt nochmal zu einer Sache hin, die ich euch zeigen möchte. Aus persönlichen Gründen, weil es mich persönlich betrifft, in dem Sinne. Oh, das war jetzt schon fast zu wenig gebremst. Aber sonst habe ich eigentlich soweit das Preview jetzt, also das Update 4, was ich dazu sagen würde, fertig. Hier könnt ihr jetzt nochmal sehen, wie das Katapult funktioniert mit der Geschwindigkeit. So schnell kommt ihr nirgendwo hin auf der Map. Außer ihr werdet geschossen. Hm? Also das ist mein Weg bis hinten zu dem Gewässer, wo ich eben erzählt habe von. So. Ja, wie gesagt. Ich habe hier... Das sind meine 240 Kohlekraftwerke. Oder 234. Weil da vorne ist eine kleine Plattform. Dadurch fehlen mir ein paar Kraftwerke. Aber ich habe hier 4 Kohlekraftwerke. Kohlebohrer. So. Ne, die bohren nach Kohle und die komplette Kohle geht nur hier rein, in nichts anderes, ne? Ja. Die sind alle mit Wasser betrieben.
Also die Kohlekraftwerke sind ja seit Update 3, das war ja der große Knall. Weil die Sache ist, ich spiele eigentlich aktuell nur mit Kohlekraftwerken, weil die für mich immer gereicht haben und weil die für mich die leichteste und also die effektivste Energieproduktion sind. Vor allem, weil ich die Kohle hier nicht brauche. Und ja, Update 3 kam ja dann dazu, dass du Wasser reinbauen musst. Es gibt eine ganz kleine, aber feine Änderung. Die Kohlekraftwerke haben in Update 3 bei normaler Last 100%, wir reden jetzt hier von 100% Last, normale Last, brauchen die 15 Kohle und 45 Wasser, also Kubik Wasser. Das war früher so. Mit Update 4 haben sie eine Änderung reingemacht, dass jetzt die Kohlekraftwerke immer noch 15 Kohle brauchen, aber 50 Kubik Wasser. Das haben sie gemacht, weil die Zahl sonst ungerade ist, verständlicherweise. Was ist der Nachteil? Ich bin ein Mensch, der ziemlich zwar modular baut, aber auch perfektionistisch. Und ich bin hingegangen, eine Pumpe produziert mit drei Schnecken drinne, 300 Wasser. Geteilt durch 45 sind 7, schieß mich tot. Ne? Also, da bleiben 5 Kubik Wasser über, wenn die Pumpe Volllast hat. Aber du kannst damit 7 Kraftwerke natürlich bewässern. Dadurch, dass sie jetzt das Update gemacht haben auf 50, kann man jetzt, was natürlich logisch ist und was dann natürlich keine Kubik Wasser überlässt, das finde ich super, ist eine gute, coole Sache. Ist auch schöner zum Bauen. Hast du das Problem, dass du jetzt nur noch 6 Kraftwerke bewässern kannst. Heißt, jedes 7. Kraftwerk bei mir hier, das heißt, da wird immer eins ausfallen irgendwo, da ist gerade eins ausgefallen gewesen. Ne? Es wird immer ein einzelnes ausfallen, weil es nicht genug Wasser hat. Das heißt, mein nächster Schritt, den ich jetzt machen werde nach diesem Video, ist meine Wasserrohre hier neu zu machen. Abgesehen davon, dass dadurch, dass wir jetzt MK2-Rohre haben, kann ich gleichzeitig 12 Kraftwerke an ein Rohr anschließen. Das heißt, ich habe hier nicht mehr, wie man hier sieht, ich habe ja hier 7 Rohre übereinander gemacht, weil ich halt immer alle 7 Rohre? 1, 2, 3, 4, 5, nee, 6 Rohre, Entschuldigung, 6 Rohre. 6 Rohre übereinander gemacht und dann durchgezogen, weil ich halt nach und nach, wie man hier, weil man nach und nach hier die Kohlekraftwerke angebaut hat, also bewässert hat. Mein Vorteil dadurch, dass ich modular baue, ich konnte die Rohre jetzt einfach über die Erzverteiler ziehen, wodurch ich nicht alle meine Kraftwerke abreißen musste. Ich musste nicht alles neu bauen, sondern nur die Versorgung. So, wie gesagt, hier hinten sind dafür die Kohlekraftwerke, die Kohleminen. Die sind glücklicherweise alle MK3. Ich habe die direkt auf MK3 gebaut, natürlich. Wäre ja auch blöd, wenn nicht. Gut. Das wollte ich jetzt nochmal aus meiner persönlichen Sicht zeigen. Da hinten hole ich mir noch ein bisschen Öl nach vorne. Hier musste ich ausnahmsweise Pumpen bauen, weil es so hoch geht, ne? Weil du musst von da unten bis hier oben hochkommen. Und das sind ein paar Etagen. Nur zum Hochkommen brauchst du Pumpen. Solange Öl runterläuft, ist es egal. Aber wenn Öl hochläuft, brauchst du Pumpen. Oder auch Wasser allgemein, wenn Fluide hochlaufen. Ich weiß gar nicht, bei Gas ist das, glaube ich, überhaupt nicht so. Bei Gas, das läuft einfach, glaube ich. Oder? Nee, ich glaube, Gas brauchst du auch Pumpen für, aber naja. Da ich das alles nach unten gebaut habe, ist das bei mir nicht so. Ja, also man sieht zwar, hier ist eigentlich so auf den ersten Blick alles grün. Da ist eine gelbe Dingens. Die wird kein Wasser haben. Da hinten ist auch ein gelber, der hat auch kein Wasser. Ne? Also das ist mein nächstes Projekt, was ich jetzt nach dem Video weiterführen werde. So, wir fliegen jetzt noch einmal zurück. Turbo, plopp. Ist leider nicht ganz so schnell wie hin. Weil ich den Kreisel nicht bin. Also das ist jetzt die Geschwindigkeit,
ne, wenn ich das normal mache. Ich meine, das geht ja immer noch, ist ja nicht langsam. Ne, ist immer noch schneller, als wenn man es läuft oder sonst was. Ich habe da jetzt viermal so einen Transporter nach vorne gebaut. Jetzt werde ich schon langsamer, was natürlich scheiße ist. Also jetzt dauert es wirklich, auch weil es halt hochging. Wenn du aber dieses Katapult davor benutzt, wirst du halt gut beschleunigt. Ne? Hat man ja gesehen. Das ist wie dieser neue Fusionsreaktor. Diese Fusionsdings. Ne, der da immer wieder schneller dreht und sich auflädt. Ja. Gleiches Prinzip. Gut, also wie gesagt, fassen wir nochmal ganz schnell zusammen. Alternative Rezepte müsst ihr kontrollieren. Kohlekraftwerke müsst ihr kontrollieren, wenn ihr welche habt, wegen dem Wasserzufluss. Genau, also die alternativen Rezepte müsst ihr vor allem in den neuen Kraftwerken, müsst ihr die, also in den größeren Kraftwerken müsst ihr die kontrollieren, ganz wichtig. Ja, Rezepte. Es gibt 14 neue Rezepte, davon finde ich persönlich zwei gut. Das eine ist, dass du Aluminiumschalen noch schneller bauen kannst, indem du Kupfer dazu packst. Und das andere ist für das Aluminium produzieren. Das macht es nochmal ein bisschen einfacher. Ich nehme an, das wird für die Blender sein. Das Ding war scheiße. Ich muss es mal abreißen. Das ist eigentlich dafür da, um mich auf die andere Seite der Map zu katapultieren. Was ich ja eben gezeigt habe. So, wir bleiben jetzt nochmal hier stehen. Hier haben wir so eine schöne Übersicht. Da sieht man mal, wie groß... Guck mal, wie groß dieses Ding ist. Das sieht aus wie ein Stargate. Wer Stargate geguckt hat. Ist mit das größte Gebäude inzwischen, ne? Daher... Das ist eine schöne Ansicht gerade mit dem Foto, oder? So, wir können jetzt mal... Ich zoome mal gerade von hier aus ran. Dann seht ihr mal ein bisschen was. So, das ist die alte All-in-One 3. Wie gesagt, guckt euch das Video dazu an, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ich gebe jetzt nur einen kleinen Überblick, ne? Da ist meine Benzinproduktion... Da ist meine, da sind die großen Factories alle, ne, die halt Turbomotoren, Supercomputer, die ganzen großen Items produzieren. Und immer nach hinten weggebaut, was ich brauche. Ne. Hier vorne habe ich eine Concrete-Produktion. Da hinten, ne, von rechts, da von rechts kommen vier Erzlines, zweimal Bauxit, Kupfererz, Eisenerz. Hier hinten sind jetzt mehr Linien. Die unteren drei sind Öl, die oberen vier sind Gas. Ne, die Öl gehen hier rüber und versorgen hier diese, ich glaube es sind 40 Raffinerien. 40 Ölraffinerien, also Allgemeinraffinerien. Und das Gas ist nur bis hierhin, weil ich das jetzt ja für Update 4 brauche. Ich habe nur das eine Rohr, das 300er Rohr, habe ich mir jetzt hier so rüber gebastelt, weil ihr habt es gesehen in der Base. Sieht hässlich aus. Ja. Rechts wird Gummi produziert, links wird Plastik produziert. Das hier brauchst du alles für Aluminium, komplett, also jetzt ohne Witz. Das sind alle Raffinerien, die du für eine Erzmine Bauxit brauchst. Ne, da ist, Bauxit wird gewaschen, du musst es zu Erzen machen, du musst es pressen, du musst es dann zu Aluminiumplatten machen. Du musst das Fluid, das da beim Aluminium als Abfallprodukt produziert wird, loswerden. Du musst das Wasser loswerden. Ja, das machen alles diese Raffinerien. Das ist der ganze Klotz für eine Bauxitmine. Gut, egal. Guckt es euch in 3.0 an. Ja, und dann sind halt hier immer wieder so Produktionslinien. Ne? Und diese gehen halt bei mir alle auf diese Buslinie, wie man sieht. Die laufen da alle komplett zusammen und werden ein dicker Klumpen. Ne, das sind 48 Fließbänder. 48, also ne? 6 mal 8. Ne? Und die laufen dann hinten in meine Fabrik rein, in mein Lager. Das ist mein Lagerblock hier. Ne? Wie gesagt, zeige ich auch. Guckt euch die alten Videos vielleicht an. Ne? Die laufen dann da hinten rein und ja, wie gesagt, ich habe viel gemacht. Hinten habe ich die Nuklearproduktion schön in dem Loch. Das heißt, wenn man die Ecken wegsprengt, würde das Ding ins Bodenlose fallen. Die Idee war halt lustig dabei, ne? Ich fand die Idee lustig. Da oben habe ich mir noch ein bisschen Wasser runtergeholt. Für Nuklear. So. Und ja. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nur... ich baue jetzt hier nur gerade diese Fusionswürfel. Pack die da rein, damit die dann hier mit dem Kupfererz
verbastelt werden zu diesem Projekt 9 Item. Und ansonsten hat sich eigentlich nicht viel getan. Ja, der Rest ist von 3.0. Wie gesagt, ich werde hier alles, was hier so mittig ist, die Ränder selber, wo die Erze geschmolzen werden, hier hinten ist die Stahlproduktion, die werde ich nicht abreißen. Die Stahlproduktion bleibt, wie sie ist. Die hier, die erst von rechts nach links gesehen, die ersten drei Reihen sind nur Schmelzen. Es sind nur Schmelzen. Danach die drei Reihen sind nur Konstrukteure, Konstruktoren, die halt Produkte herstellen, ne? Und danach kommen dann nochmal hier so eins, zwei Gebäude, die extra produzieren, da hinten auch. Ne? Und das war's. Also ich werde hier die ersten sechs Linien, die werde ich nicht abreißen. Das sind Grundsachen. Der Vorteil ist, ich habe halt da alle Ressourcen hier hin. Ich habe da hinten eine Pipeline, ne, wovon ich mir hier die Erze rüberhole. Ne, und hier noch ein paar noch Öl rüberhole und sowas, dass ich dann halt hier verarbeiten kann. Hier hole ich mir noch was Erz her, da hole ich mir was Erz her. Und das ist alles hier zentriert, also alles umrandet. Ne? Also hier am Rand von dieser Stelle, von dieser riesengroßen Platte, die ich gebaut habe, habe ich alle Ressourcen und in der Mitte kommen alle Produktionsgebäude. Und für die zwei neuen Items habe ich da noch genug Platz, um die, um da auch noch eine Produktionslinie zu machen. Aber, wie gesagt, ich werde es neu bauen, weil sich so vieles geändert hat. Gut, das war nochmal der kleine Überblick über die Base. Ja, das schönste Item ist sowieso, also mir persönlich gefällt er halt mit am besten, ist hier der Fusionsantrieb da, der Fusionsantrieb, dieses Fusions, diese Fusionsfabrik, kann man sagen. Und, schauen wir nochmal zu, wie sie läuft. Die wird leider nicht durchlaufen, weil ich nicht so viel Erz produziere, da muss ich noch ein bisschen mehr produzieren. Hoppala. So. Also wie gesagt, alternative Rezepte kontrollieren, Kohlekraftwerke kontrollieren, was ich jetzt sagen kann. Es gibt neue Rezepte, Aluminium ist dazu gekommen als, als Kästchen. Es gibt die zwei, drei neuen Items, die hier in der Anlage mitgebaut werden, also den Blender, das ist ein neues Gebäude, der Fusions-Accelerator ist ein neues Gebäude, die beiden braucht man, wobei das braucht man für Atom weiter zu produzieren oder für den Space Lift. Für den Space Lift sind vier neue Items rausgekommen. Ist das letzte Rezept, das jetzt rausgekommen ist. Das ist jetzt, wie gesagt, ich mache jetzt gerade nur die Zusammenfassung. Der Blender produziert die zwei neuen Items. Ist ein Gebäude, das Flüssigkeiten, Gase und oder Feststoffe kombinieren kann. Kann also auch noch ein bisschen mehr. Rezepte, wie gesagt, gibt es 14 neue Rezepte, davon sind zwei interessant, einmal für die Aluminiumproduktion, einmal für die Aluformen, dass man die schneller produzieren kann oder mehr produzieren kann. Genau, Nitrogengas ist das neue Gas, das wir haben, also das ist die neue Ressource, die da ist. Das Alien-Erz wird immer noch nicht verwendet, das wird wahrscheinlich in der Final-Version dann kommen. Und ja, es gibt ein paar Tuning-Updates, es gibt Stacks-Updates, die sind besser. Na, also man kann, gewisse Items wurden größere Stacks gemacht, statt 100, 500 und sowas, damit man davon mehr tragen kann. Und ja, ein paar Gebäude wurden die also die Items, die man dafür braucht, geändert. Als Beispiel, die MK3-Bohrer, Erzbohrer, brauchen jetzt diese neuen Fusionsrahmen anstatt, also die Fusionsrahmen, die wir jetzt hier neu produzieren. Ich zeige es dir nochmal ganz kurz. Also die MK3 brauchen halt diese Fusionsrahmen jetzt anstatt die Heavy Modularrahmen. Und die Fusionsrahmen werden aus den Heavy Modularrahmen gemacht. Ne? Plus die neuen Aluschalen, ne? Also die Alu-Fächerschalen da. Und das Natrium ist das neue Gas, das braucht ihr dafür auch. Ganz wichtig, direkt ein Tipp. Sucht euch eine Gasmine, baut sie. Ich kann jetzt gerade nochmal hier... Ne, also hier habt ihr auch in eurem Suchrad, habt ihr jetzt auch hier das Nitrogengas. Übrigens für Wasser gibt es auch diese Quellen. Also ihr könnt mit diesem neuen Pumpsystem nicht nur Wasser machen, sondern nicht nur Nitrogengas, sondern auch Wasser schürfen. Weil ich es gerade sehe, bei den Geysiren gibt es ein Update. Da kann man zwar immer noch keine Schnecken reintun, habe ich vermisst.
Das Gebäude ist auch das gleiche. Die Quellen sind auch die gleichen. Ich weiß nicht, obwohl ich nicht weiß, ob welche dazugekommen sind. Es gibt jetzt auch geringe, normale und pure Quellen. Ne? Also klein, mittel, groß. Und die produzieren 100, 150, 200 Megawatt. Ne? Also das sind die drei Stufen, was ihr damit... Aber das ist eine permanente Quelle. Ihr müsst da nichts reinstecken. Ihr baut die einfach nur hin und sie produziert. So. Das heißt, nochmal ganz kurz das Hydrogengas. Also, wie gesagt, ich bin ja hier, wie schon gezeigt, im Süden der Map, also in dem Grünflächengebiet. Und es dauert schon ziemlich lange, wie ihr seht. Da müsste das erste gleich kommen. Oh Gott, ja, da. Ne? Also, da wo wir eben waren. So, jetzt zeige ich es nochmal. Da wo wir eben waren. Das ist da, was ich gesagt habe, neben dem Wasser. Und das ist hier unten, was ich gesagt habe, an diesem großen Teich, wo meine Kohlekraftwerke waren. Da unten in der Ecke ist auch Natrium. Also hier habt ihr die drei nähesten Stellen. Ob hier oben noch was ist, weiß ich nicht. Habe ich nicht geguckt. Bis jetzt nicht. Aber hier sind die drei nächsten Stellen. Ne? Und das kann ich empfehlen. Das da unten ist mit Gift verseucht. Und das da unten, das da oben habe ich noch nicht gesucht. Aber ist große Fläche und auch eine erhöhte Fläche. Also da müsst ihr ziemlich runterbauen, damit ihr hier unten ankommt. So. Ja, das war mein Review, beziehungsweise mein, ich sag mal, Talk über Update 4. Was hat sich geändert? Was hat sich für mich geändert? Was mache ich neu? Was ist meine Zukunft bei Satisfactory? Also was werde ich jetzt tun? Und ja, und was kriegt man hier für geile Sachen zu sehen? Ne, also hier so einen, der jetzt gerade nicht läuft, weil er kein Material hat. Aber, ne? Dieser schöne Fusions. Wo steht denn der Name jetzt von dem Ding? Partikel. Nicht Fusions, Partikel. Kraftwerk, wie auch immer. Partikelfabrik. Gut. Ja, ich glaube, ich habe doch alles. Würde ich mal sagen. Mein Lager erweitern muss ich nicht. Ich habe genau 4 Item-Slots noch. Und frei, wovon ich jetzt einen, bei dem einen habe ich jetzt diese Aluminiumform reingetan. Ich werde das Lager aber wahrscheinlich leer machen, sobald ich die Anlage neu gebaut habe. Jetzt aktuell lasse ich sie nur voll laufen, damit da was drin ist. Gut, und ja, also wie gesagt, All-in-One 4.0 wird kommen. Meine Review habe ich gemacht. Ich habe das meiste erzählt. Wird noch mehr Informationen geben, aber die habt ihr jetzt nicht von mir, sondern die müsst, dann hört ihr noch andere Sachen. Atom gehe ich nicht drauf ein, weil ich selber nicht produziere. Werde ich im Endgame, werde ich das nochmal angehen, das Atomprojekt, damit man die Gebäude schon mal hat. Und sobald etwas kommt, dass ich die Abfallprodukte loswerden kann, gehe ich auch auf Atom ein. Wahrscheinlich werde ich aber eher jetzt erstmal auf Benzinkraftwerke gehen, also auf normale Ölkraftwerke, und dann sehen wir mal weiter. Ah ja, und die Batterien nochmal, ne? Also wie gesagt, wenn man ein Stromproblem hat, schalten die ein, geben Strom zurück, wie Akkus, ne? Notstrom kann man sagen. Und ja, und die laden auf, sobald man genug Energie wieder hat. Sonst wird erstmal die Dinger verbraucht. Aber wenn man davon genug baut, halten die ewig. So, ich speichere das Spiel nochmal. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei Twitch mal reinschaut. Schieße HS. Ne, könnt mich ja gerne mal besuchen. Ein Follow könnt ihr ja gerne da lassen. Ich freue mich über jeden Zuschauer. Ich freue mich auch über jeden Lurker. Ihr müsst nicht aktiv mitchatten. Wäre natürlich schön. Würde ich mich freuen. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne da rein. Schreibt es vielleicht hier in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ich gucke dann auch extra nach und schreibe es dann auch, wenn ihr was wissen wollt. Ansonsten, ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Bauen. Schaut rein in Satisfactory, kann ich empfehlen. Ist für mich ein mega geiles Spiel. Ich habe Factorio vorher gespielt, das habe ich aber schon mal erzählt. Also in älteren Videos. Und ja, Spaß dabei und Spaß dabei und dranbleiben, ganz wichtig. Ja. Gut, danke fürs Zuschauen, habt viel Spaß und ja, schreibt was in die Kommentare, wenn ihr was wissen wollt. Ansonsten, vielleicht sehen wir uns bei Twitch, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, ciao.